Hey Leute, hier habe ich euch jetzt mal wieder die Umbrex mitgebracht. Mein letzter Umbrex-Guide ist ja schon ein paar Tage her, ich glaube 3 Jahre fast. Und da habe ich mir gedacht, auch weil ihr öfters mal nachgefragt habt, dass ich hier für euch mal ein kleines neues Video mache. Also Umbrex, kennt ihr ja, ist eine kontinuierliche Elektrostrahlwaffe mit dem sehr, sehr geilen, netten Effekt, dass wenn wir auf einen Gegner schießen, der Strahl noch auf weitere Gegner weiterspringen kann. Das Schöne ist, also das Schlechte ist, die Waffe hat nur eine 18 Meter Reichweite, aber wenn wir jetzt die passenden Mods drin haben, zum Beispiel unheimliche Ausstreckung, dann wird die Reichweite nochmal um 12 Meter erhöht. Und ja, damit haben wir eine richtig geile Reichweite. Für mich persönlich ist die Umbrex eine meiner Lieblingswaffen, wenn ich so normalen Levelbereich spiele, also sagen wir mal Gegner Level 100 bis 200, da reißt die Waffe noch easy alles weg, je nachdem, wenn man den passenden Frame dabei hat, ansonsten ist ungefähr bei Level 100 Schluss. Aber in meinen Augen ist die Umbrex einfach nur eine Waffe, mit der wir richtig schnell richtig viele Gegner töten können. Die Stats von der Waffe sind 7,5 Elektroschaden, also das ist fast nichts. Statuschance von 20 die Sekunde, das pro Sekunde finde ich echt immer mies. Nachladezeit 2,7, Magazin 100, Crit 50%, Multiplikator 2, Feuerrate 20. Und ich kann euch direkt schon mal sagen, mit der Waffe brennen wir uns einfach durch unser Magazin durch. Also ihr seht schon, ziemlich schnell leer. Aber seitdem wir den Carrier haben, ist das vollkommen egal. Also es gibt Missionen, Überlebensmissionen, da renne ich ungefähr 15-20 Minuten rum, halte die ganze Zeit die Feuertaste gedrückt und habe danach immer noch volle Munition. Also wenn man einen Carrier dabei hat im normalen Bereich, hat man niemals Munitionsprobleme mit der Umbrex. Gut, ich habe für euch 2 Builds vorbereitet. Das eine ist ein Build ohne Riven und das andere ist jetzt ein Build mit Riven. Und ich kann direkt schon mal sagen, Riven Mod auch bei nur einer 3er Disposition lohnt sich absolut. Als Beispiel plus 85% Crit Schaden, plus 114,4% Crit Chance und plus Elektro Damage. Also ja, ist schon ziemlich geil. Als kleines Beispiel, warum diese Waffe in meinen Augen einfach eine Massenvernichtungswaffe ist. Nehmen wir mal schwache Gegner. 20 davon, Gegnerlevel nur 100. Und jetzt kommt einer der netten Effekte. Wir schießen einfach auf einen toten Gegner und von da aus werden die Strahlen immer noch weitergeleitet auf die lebenden Gegner. Das heißt, rein theoretisch, man muss sich einfach nur eine Leiche suchen, auf die man die ganze Zeit drauf schießt, und dann fallen alle anderen Gegner um. Also ich denke, ihr versteht, warum ich die Waffe einfach fürs normale Gameplay mag. Man muss nicht viel zielen, einfach in eine Richtung, von wo die Gegner kommen, und man trifft einfach super viele Gegner. Das funktioniert aber auch gegen etwas stärkere Gegner. Moment, diesmal pausiere ich die KI, damit ich nicht zu viel rumrennen muss. Also mit stärkeren Gegnern meine ich jetzt einfach nur einen anderen Typus, zum Beispiel die Kanoniere. Nicht mehr die besten Zahlen, aber ja. Immerhin, es funktioniert noch. Wir müssen bedenken, es sind nicht nur Kanoniere unterwegs und da kann es unter Umständen sogar ein Vorteil sein. Stellt euch vor, ihr habt einen Kanonier, ihr macht auf den Dauerfeuer und von da aus fallen alle anderen schwächeren Gegner die ganze Zeit um. Wie ich bereits erwähnt habe, es kommt immer auf den Frame an, den man benutzt. Und zum Beispiel bei mir ist die Umbrex einfach die Must-Have-Waffe, wenn ich mit Chroma oder Mirage spiele. So, gerade mal das da rausnehmen. Weil ohne den Frame würde ich ungefähr bei Level 100 aufhören, die Umbrex zu benutzen. Aber mit dem Frame 150, 200 easy machbar. Oder mit den Frames. Na komm. Schön ab. Ich denke mal, das dürfte ziemlich für sich selbst sprechen. Und das geht auch ohne Riven. Ohne Riven ist die Waffe etwas schwächer, aber ihr seht, durch die Gegner ohne Probleme. Ich kann das Gegnerlevel sogar erhöhen auf 150. Da werden sie auch noch sehr schnell umfallen.
Jetzt muss ich mich beeilen, bevor der Buff ausläuft. Ansonsten muss ich mich wieder verwunden lassen. Ach, Munition leer. Ich habe keinen Carrier dabei. Mist. Schade. Also ihr seht, sogar die Level 150er Gegner mit dem Chroma-Buff, kein Problem. Es ist nicht die stärkste Waffe, um Gottes Willen, also wir haben Waffen, die sind weit, weit, weitaus stärker. Aber allein durch diesen AOE-Effekt ist es doch eine Waffe, zu der ich sehr gerne tendiere, wenn ich jetzt nicht so super hoch spielen möchte. Jetzt sterbe ich. Nur mal als kleines Beispiel ohne Riven. Ah, wobei, erstmal gehen wir den Build durch, den ich hier für euch habe. Also, Einkerbung, geteilte Kammer, schweres Kaliber, in allen Builds must have. Scharfsinn, Punktangriff. Gehen wir erstmal den Build durch. Scharfsinn, Punktangriff für Crit-Chance und Crit-Multiplikator. Infiziertes Magazin, Sturmbringer für Korrosionsschaden und unheimliche Ausstreckung für die Reichweite. Unheimliche Ausstreckung ist auf jeden Fall ein Must-Have-Mod, auf den wir nicht verzichten können, da dadurch unsere Reichweite fast verdoppelt wird. Sturmbringer sind wir jetzt etwas flexibel, weil selbst wenn wir ihn rausnehmen, bleiben wir immer noch beim Korrosionsschaden, weil die Waffe an sich ja Korrosionsschaden macht. Man könnte zum Beispiel noch überlegen, Hammerschuss reinzumachen. Dadurch haben wir dann halt eben etwas höheren Crit-Multiplikator, etwas mehr Status die Sekunde, aber in meinen Augen Sturmbringer ist die bessere Wahl. Hammerschuss könnte sich lohnen, wenn wir über 200% Crit-Chance kommen und deshalb im nächsthöheren... Na wobei... Also hier ist die Crit-Chance noch zu niedrig, dass es sich Hammerschuss lohnen würde. Also 25% darauf, dass unser Crit nochmal crittet, also da ist es noch nicht wert. Aber jetzt zum Beispiel hier in meinem Riven-Build wäre es rein theoretisch wert, den Mod reinzunehmen. Ist aber nicht möglich wegen meinem Riven, weil ich auf keinen Mod verzichten kann. Weil wenn wir uns das Ganze mal anschauen, Einkerbung, geteilte Kammer, schweres Kaliber, Scharfsinn, Punktangriff, infiziertes Magazin, der Elektromod fehlt, wie gerade eben schon gesagt, und unheimliche Ausstreckung. Hier habe ich jetzt sogar noch Crit-Schaden, Elektroschaden drin. Und stellt euch mal vor, das wäre jetzt Giftschaden. Wäre es Giftschaden, könnte ich infiziertes Magazin rausnehmen und stattdessen noch einen Crit-Mod reinmachen. Zum Beispiel Hammerschuss, Argon-Fernrohr könnte ich reinmachen. Also, wenn man hier einen richtig geilen Riven hat, die Umbrex wird schon ordentlich stark. Also ihr seht es auch, der Unterschied zwischen den beiden Builds ist einfach nur, dass ich jetzt hier den großen Elektromod ausgetauscht habe. Ich habe es auch ausprobiert, mit zwei kleinen Mods zu spielen, dadurch wird unser Damage geringer, unsere Statuschance geht etwas hoch und ich kann euch direkt schon mal sagen, das ist es nicht wert. Weil wir brocken einfach so wenig im Normalfall, es ist die Sache einfach nicht wert. Ich möchte euch das gerade nur mal zeigen. Natürlich, wenn wir richtig lang auf die Gegner draufhalten, wird die Rüstung schon ordentlich stark reduziert. Aber so lange sollte kein Gegner überleben, damit die Statusprocs relevant werden. Nicht bei dieser Waffe. Schaut euch das mal an. Es sind Korrosionsprocs dazwischen, aber in meinen Augen einfach viel zu wenig, als dass sich das lohnt. Ist jetzt einfach meine Meinung. Ihr könnt es ja anders modden. Die Damage-Zahlen werden immer größer, das seht ihr ja auch gerade, aber in meinen Augen ist das einfach nicht wert. Gut, ich habe es ja bereits erwähnt, am liebsten spiele ich das Ganze in Kombination mit Chroma oder Mirage, einfach da ich da den Damage krass buffen kann. Harrow wäre wahrscheinlich auch eine ganz coole Idee, wegen dem Crit-Multiplikator. Und ja, also man kann die Waffe eigentlich mit jedem Frame zusammen spielen. Nur ich mag halt die Frames, die den Damage extremst buffen, einfach weil wir mit der Umbrex so super leicht so super viele Gegner treffen und daher ist es einfach eine Massenvernichtungswaffe mit dem richtigen Damage. Alles bis 100 fällt um wie Fliegen und nach 100 sollte man halt den passenden Frame dazu nehmen. Als Begleiter habe ich ja bereits erwähnt, Carrier eigentlich must have, damit haben wir niemals Munitionsprobleme, im Normalfall, und im Normalfall ist die Munition sogar immer komplett auf Maximum. Viel mehr gibt es zu der Waffe eigentlich nicht zu sagen. Ist eine grundsolide Waffe, man braucht ein paar Mods und mit einem Riven geht die Waffe ordentlich ab. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.